Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Auch heute haben wir wieder eine ganze Menge Programm vor uns. Ich muss nämlich gleich mal mit der Pferdewirtin sprechen, dass wir hier vielleicht noch einen Ladewagen von ihr bekommen. Und dann können wir hoffentlich das Stroh einsammeln. Und ich möchte natürlich auch Herrn Grünwald hier wieder abtanken. Muss mal gleich gucken, wann er voll ist. Ich frage ihn mal kurz, weil dann entscheide ich mal. Herr Grünwald, wann sind Sie voll? Ich habe noch 30% knapp. 30%. Ich würde sagen, ich lasse ihn den mal kurz hier am Rand stehen und ich fahre mal kurz zurück zum Hof. Ich hoffe, dass ich die Frau Sterner noch sehe. Ja, ist in Ordnung. Machen Sie das. Okay. Bis nachher. Bis nachher. Okay, dann lasse ich ihm den Hänger mal schnell hier stehen und dann fahren wir mal schnell zurück. So. Alles klar. Zup. Und dann würde ich sagen, geht's einmal zurück zum Hof und ihr seht, es hat sich wieder einiges getan hier an der Farm, denn die Bauarbeiten schreiten voran, während wir hier auf dem Feld zugange sind, wurde hier schon das Strohlager gebaut, beziehungsweise Heu- und Strohlager. Das ist schon mal recht wichtig für unsere Farm und der Kuhstall soll wohl auch nicht mehr lange dauern. Und dafür brauchen wir natürlich noch einige Utensilien, denn die Kühe, die brauchen Stroh, die brauchen Wasser, die brauchen Mischfutter und auch noch andere Dinge. Und das muss ich jetzt alles mal besorgen. Das heißt, wird tricky. Wir müssen für ein Feld auf jeden Fall noch das Lohnunternehmen engagieren. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir die Frau Sterner noch erwischen, weil die wird mit ihren Pferden noch nicht fertig sein, glaube ich. So. Okay. Ach, das ist echt anstrengend, muss ich Ihnen leider sagen. Grüße Sie, haben wir hier irgendwie ein Dorftreffen oder was? Ah nee, ich bin gekommen und wollte eigentlich mal kurz das Güllefass holen, wenn es dann noch umwäre. Ja, ach so. Ich war sowieso gerade zum Herrn Schneider und der ist mir die Arme gefahren. Ich merke schon, hier, so lässt sich's leben, ne? So lässt sich's arbeiten, einen kleinen Schnack hier machen, aber gut, mache ich ja auch öfter. Ich wollte kurz, also Sie wollten jetzt hier das Fass holen, das Güllefass. Ja, das Fass. Herr Schneider, Sie, also Sie wissen, dass vorne, das ist links vorne in der neuen Halle, ne? Ja. Haben sich irgendwie einen neuen Träger hier gekauft? Ja, klar. Was ist das? Schlüter? Ja, kennen Sie nicht einen Schlüter? Nicht was? Nee. Noch nie gesehen. Ich habe hier nur John Deere. Wer den Schlüter nicht kennt, der fährt nämlich immer Deutz und fährt, ne? Also, seien das gemerkt, ne? Okay. Also, das ist muss man diesen Spruch auswendig lernen, wenn man diesen Schlüter hier fahren möchte. Okay, dann geben Sie mal Gast, also da vorne finden Sie das. Der Schneider, was. Bei dem Schild hier wäre ich aber sehr vorsichtig, was ich hier so sage. Das ist der Meierhof. Das mit den Schildern, das stimmt hier eh nicht alles. John Deere only. Okay. So, machen Sie, gehen Sie mal jetzt arbeiten hier. Ich möchte mal kurz hier mit der Frau Sterner. Sie haben ja Ihre Pferde hier fast schon wieder eingefangen. Ja, ich bin schon wenn ich weiterkomme. Ein wenig weiter sind Sie gekommen, super. Ich wollte Sie kurz fragen, Sie haben ja noch den Ladewagen. Sie hatten ja auch mal hier ein bisschen mitgeholfen. Brauchen Sie den im Moment? Aktuell brauche ich den, glaube ich, nicht. Brauchen Sie? Ich brauche ihn, ja. Dann? Also ich habe selbst schon einen bestellt, das ist jetzt also keine dauerhafte Sache, aber der ist noch nicht geliefert worden. Jetzt muss ich mir da irgendwie behelfen, denn wir haben ja hier eine ganze Menge Stroh jetzt auf den Feldern. Deswegen würde ich mir den gerne ausleihen. Naja, aber eine Hand wäscht ja die andere. Sie haben mal Pferde gefunden, also dürfen Sie mein Ladewagen ausleihen. Sehr schön, sehr schön. Dankeschön. Ich fahre einfach auf Ihren Hof und nehme den dann mit, ne? Genau, der steht hinten hinterm Heulager. Okay, gut, danke. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Alles klar. Dann würde ich sagen, fahren wir mal schnell hin, holen den Ladewagen und dann sehen wir uns gleich am Hof wieder. Ach, was ist das denn hier? Muss ich mal kurz. Stopp! Muss ich mal kurz nach. Herr Jansen! Moin! Sie rücken ja hier mit großem Gerät an. Ich war. Oh, jetzt kommt auch noch die Frau Sterner angeritten. Ich war gerade ganz überrascht. Eine ganze Kolonne hier auf den Straßen unterwegs. Ja. Das sieht mir nach Mais aus hier. Das ist richtig. Wir fahren Häckseln beim Herrn Schmidt. Oben. Bei Herrn Schmidt? Okay. Mhm. Okay. Also erstmal, ich habe selbst noch ein Maisfeld. Es wäre ganz schön, wenn sich dieses Feld mal annehmen könnten. Das ist das Feld, lassen Sie mich nicht lügen, 13.
Wenn Sie also bei Herrn Schmidt fertig sein sollten, wäre es super, wenn Sie sich dieses Feldes auch noch annehmen würden. Ja. Ich bekomme bald die Kühe. Ich möchte es jetzt aber schon mal alles vorbereiten und möchte schon mal ein bisschen Silage produzieren. Wissen Sie, wo ich noch Mais für die Silage beziehen könnte? Na, wir häckseln jetzt ein riesiges Feld. Der Herr Schmidt hat dafür sowieso nicht den Platz, um das alles einzulagern. Er hätte jetzt den Rest verkauft. Wenn Sie ihn anrufen, verkauft das vielleicht dann Sie zu einem guten Preis. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er das macht, aber ein Anruf würde ja nicht schaden. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Geschäfte mit mir macht, aber ich werde ihn mal fragen. Also das ist jetzt sozusagen die einzige Bezugsquelle aktuell. Ja, na, wir sind gerade fertig mit unserem Feld. Wir haben das alles eingefahren. Mist, da kommen sie ein bisschen zu spät, 1-2 Tage. Okay, dann wünsche ich immer frohes Schaffen. Also wie gesagt, wäre super, wenn Sie sich auf dem Feld 13 das mal anschauen würden, ja. Und das dann in mein Silo auf dem Hof bringen würden. Und ich rufe mal bei Herrn Schmidt an und der würde Ihnen dann sicherlich weitere Instruktionen geben, wenn wir uns da einig werden. Ja, naja, wenn Sie sich einig werden, sehen wir uns ja dann früher, ansonsten später dann, bevor Sagen wir Sie mir das mal, Feld was, was wäre denn so ein guter Preis für so ein, für, sagen wir mal, eine Tonne? Häckselgut. Ja? Ja, so um die 200, können Sie rechnen. Für einen Ankauf. 200, okay. Ja. Okay. Pro Tonne. Gut. Danke. Gut. Tschüss. Dann fahren wir mal weiter. Jo. Okay. Überraschend. Eigentlich wollte ich ja hier nur den Ladewagen holen, aber ich würde sagen, ich nutze die Gunst der Stunde, bevor hier noch irgendjemand anders auf dem aus dem Dorf hier ankauft, werde ich mal kurz bei Herrn Schmidt anrufen und mal schauen, ob ich ihn erreiche oder ob er mich schon blockiert hat auf seinem Handy. Na, geht er ran? Ja, schönen guten Tag, Schmidt. Was kann ich tun? Grüße Sie, Herr Schmidt. Hier ist Ihr Lieblingsmitbewerber, Herr Meier. Ach so, ja, oder auch nicht. Ich hab mir schon gedacht, haben Sie nicht gut geschlafen? Naja, ich habe einen kleinen Jetlag, ich komme bald nach Hause, ich war im Ausland. Was kann ich für Sie tun? Sie rufen bestimmt einen Arbeiten Sie Smalltalk. Eigentlich auch? Arbeiten ja, auch, ja. Okay, Sie waren im Ausland. Natürlich, was man so macht während der Erntesaison. Ich habe folgende Frage. Ich habe gerade das LU getroffen und das ist auf dem Weg zu Ihnen. Das fand ich natürlich jetzt ganz interessant, denn Sie haben auf einem Feld wohl Mais angebaut und ich brauche im Moment Mais. Und für Ihre Kühe. Bitte? Für Ihre Kühe nehme ich mal an. Genau, für meine Kühe. Und da wollte ich Sie jetzt einfach mal fragen, ob Sie mir Ihren Mais verkaufen würden, denn das Lohnunternehmen sagte mir schon, Sie brauchen vermutlich gar nicht so viel Mais, also nicht den kompletten Mais. Alles kann ich nicht einlagern. Es war geplant, dass ich den Überschuss am Mais am LU verkaufe pro Tonne 450. Pro Tonne 450? 250. 400. 300. 475. Das ist eine Frechheit. Ich weiß. Wollen Sie es loswerden oder wollen Sie es nicht loswerden? Was zahlt Ihnen das LU dafür? Ich habe gerade mit dem LU gesprochen, wenn ich 250 zahle, dann machen Sie schon Gewinn. Verkaufen Sie es mir doch einfach. Was war Ihr letztes Angebot, sagten Sie? 350? 250. Treffen wir uns bei 300. Alles klar, 300 gebongt. Nehme ich aber nicht zu viel dann von Ihnen ab. Dann danke ich Ihnen für das Angebot bzw. Für das Geschäft, was jetzt hier hoffentlich bald zustande kommt. Und ich würde sagen, Sie melden sich einfach nochmal, wenn Sie genaueres wissen. Aber den Preis fixieren wir jetzt erstmal so und dann ja, gucken wir mal, dann ist das das erste Geschäft, was wir miteinander machen. Ja, hoffentlich nicht das letzte. Ja, mal gespannt. Wenn Sie noch ein bisschen handlungsbereiter sind, dann sicherlich nicht das letzte. Bis dann, ne? Tschüss. Jo, ciao. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mal schnell hier den Wagen voll und
dann fahren wir gleich. Also wir müssen jetzt hier an zwei Fronten arbeiten. Ich mache jetzt hier schnell den Wagen voll. Dann bringen wir es einmal kurz rüber ins Lager. Dann werde ich den Wagen kurz mitnehmen, den Kipper mitnehmen. Der wird nämlich sicherlich auch schon fast voll sein, nehme ich an. Jetzt müssen wir hier nochmal rum. Der wird fast voll sein bei Herrn Grünwald. Und ja, dann müssen wir mal gucken, was wir sonst noch so alles schaffen. Also ich würde sagen, here we go, Attacke. Da sind wir wieder auf dem Feld und wie ich sehe, hat Herr Grünwald sich hier schon Abhilfe geschafft. Der war offensichtlich ein bisschen ungeduldig. Herr Grünwald, soll ich das jetzt kurz abfahren oder? Das können Sie machen, Herr Meier. Ich habe mir schon den Güldner geholt, damit ich den Anhänger einmal leeren hätte können, weil der war nämlich einmal voll. Wie voll ist denn der jetzt hier? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade einmal abgetankt. Da müssten jetzt... Das sollte noch funktionieren, ne? Dann würde ich erstmal noch das Stroh weiter einsammeln. Ja. Und dann würde ich vorschlagen, machen Sie hier noch weiter und bei der nächsten Ladung werde ich dann einmal kurz rumfahren. Ja, ist in Ordnung. Das Feld ist jetzt fertig, Herr Meier. Okay. Und ich gehe jetzt weiter auf Feld 11 und da haben wir Hafer drauf. Alles klar. Also müssten wir sowieso einmal den Anhänger leer machen. So oder so. Nützt nichts. Okay, gut. Machen wir. Okay. Herr Meier? Ja. Oh, ja? Frage, ich bin, Herr Jakobsen, ich bin vom LU. In welchem Silo sollen wir denn die Häckselgut vom Herrn Schmidt abladen? Kommen Sie mal kurz mit. Wo haben Sie hier irgendwo geparkt oder was? Ja, ich stehe da vor einem Silo. Ach, ich sehe es da schon. Ja, müssen wir mal kurz hier den schnellen Weg nehmen. Wie Sie sehen, ist ja hier gerade, wird hier gerade dick geerntet. Und Stroh eingefahren und wir müssen auch die Felder wieder vorbereiten. Das heißt im Moment eine ganze Menge zu tun, aber ich zeige Ihnen das mal kurz. Ja. Sie stehen da schon sehr gut. Ja, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass da können Sie es direkt reinfüllen hier. Sind. Wunderbar, gebe ich den Kollegen so weiter. Jo, danke. Wissen, können Sie schon absehen, wie viel das ungefähr wird? Ja, auf jeden Fall viel. Der Mais steht sehr gut dieses Jahr. Also okay. Die Ernte ist auch gut. Ich überlege gerade, also 100.000 Liter wäre so das Maximum, würde ich sagen, erstmal. Oder sagen wir mal 200.000 Liter. Okay, ja, gebe ich so weiter. Okay, gut, danke. Ich hab bedanken, tschüss. Okay, dann können die da weitermachen und wir fahren jetzt hier noch ein bisschen Stroh ein. Und dann haben wir wieder einiges geschafft. Im Moment ist wirklich sehr, sehr viel Landwirtschaft und sehr, sehr viel Action hier auf dem Hof. Aber es ist eine willkommene Abwechslung. Nachdem in der letzten Zeit ja hier viele merkwürdige Dinge passiert sind, können wir uns jetzt endlich mal wieder ein bisschen auf die Landwirtschaft konzentrieren. Und da ich das andere Feld fertig machen möchte, würde ich vorschlagen, also der muss jetzt hier bald abgetankt werden, hat Herr Grünwald noch gesagt. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Sondern ich werde jetzt schnell noch das andere Feld hier machen und werde dann bei der nächsten Gelegenheit mit dem Güldner nochmal schnell rüberfahren oder vielleicht auch mit dem John Deere.
Okay, wir sind erstmal am Ende der Folge angekommen. Wir haben hier noch eine ganze Menge zu tun, aber wie es weitergehen wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt hier noch den Ladewagen dankenswerterweise vorübergehend bekommen. Wir haben die Ernte hier vorangetrieben. Das Lohnunternehmen liefert uns hier Hexegut an. Das heißt, wir werden in Zukunft hoffentlich alles bereit haben für unsere Kühe. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.